Sturmtief Burglind Orkanböen behindern Verkehrsstand, 3.1.2018, 12.46 Uhr Seitenanfang. Mit orkanartigen Böen ist Tief Burglind auf Deutschland getroffen. Umgestürzte Bäume und heftiger Regen behindern vor allem in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz massiv den Verkehr. Auf dem Rhein können Schiffe nur eingeschränkt fahren. Der Sturm zieht weiter nach Süden. Orkanartige Böen von Nordrhein-Westfalen bis Bayern, das Tief Burglind bringt den ersten Sturm des neuen Jahres und sorgt im Westen Deutschlands bereits für Verkehrsprobleme. Heftige Orkanböen mit teilweise mehr als 120 km pro Stunde haben in Nordrhein-Westfalen teilweise den Verkehr lahmgelegt. Weil Bäume auf Gleise und in Oberleitungen stürzten, kam es im Bahnverkehr zu Ausfällen und langen Verspätungen. In Köln fuhren wegen beschädigter Stromleitungen nur wenige Straßenbahnen. Den Betrieb auf den Bahnstrecken von Köln nach Bonn, Aachen, Koblenz und Niederlahnstein sowie von Aachen nach Krefeld und von Kaiserslautern nach Ludwigshafen stellte die Deutsche Bahn ein. Feuerwehr und Polizei waren in der Region im Dauereinsatz. Im südlichen Münsterland prallte ein Regionalzug auf einen umgestürzten Baum und entgleiste. Verletzt wurde dabei niemand. Auch auf der Autobahn 59 bei Duisburg stürzte ein Baum auf einen Teil der Fahrbahn. Auf die A44 zwischen Jülich und Aldenhofen wehte nach WDR-Angaben ein vom Sturm losgerissener Hochsitz. Sturmtief Burglind verursacht schwere Schäden und Verkehrsbehinderungen. Mittagsmagazin 13 Uhr, 3.1.2018, Juri Sonnenholzner, SWR. Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein, H264, Mittel, H264, Groß, H264, HD, H264. Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter auswählen. Video einbetten. Nutzungsbedingungen. Embedding Tagesschau. Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tagesschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das